Wir sind der Leistungskurs der Klasse 11 der Evangelischen Schule Schönefeld. Wir betrachten heute die sogenannte Doppelbrechung durch Spannungszustände isotroper Stoffe. Niklas, als Vertreter unseres Kurses, wird uns die beiden Versuche erklären, zum Teil den zweiten auch wirklich schön zeigen. Ist alles hier aufgebaut, Tafelbild haben wir. Wir beginnen wieder mit Kommentaren, die von unseren Schülern des Leistungskurses gehalten werden. Und da beginnt als erster der Max. Es gibt Kristalle, in denen die Geschwindigkeit des Lichtes von der Ausbreitungsgeschwindigkeit und der Schwingungsrichtung abhängt. Zu diesen Kristallen zählen Kalkspalt, Quarz, Glimmer und Tourmalin. Natürlich ist es Kalkspat. Okay. Und weiter bitte. Die Erscheinung des Lichtes, je nach seiner Schwingungsebene in unterschiedlicher Weise gebrochen zu werden, bezeichnet man als Doppelbrechung. Richtig, das war der Philipp. Und kommen wir zum ersten Experiment. Genau, und dafür brauchen wir einen Kalkspatkristall. Hier haben wir zwei. Und normalerweise würde ich jetzt, also ich sehe es mit der Kamera, wird das leider nicht aufgenommen. Wenn ich die jetzt hier vorhalte, sehe ich sozusagen die 10 doppelt. Von der Kamera wird das wahrscheinlich jetzt nicht aufgenommen. Mhm. Vielleicht halten wir die beiden Kalkspatkristalle mal so per Hand nach vorne, dass wir es auch genau da haben. Mal nach vorne hier. Sieht. Ja, und dann gehst du mal mit der Kamera hier zu dem Bild. Da haben wir den Kalkspatkristall und das Licht wird quasi aufgespalten in einen ordentlichen und in einen sogenannten außerordentlichen Strahl. Das ist also anders als bisher. Okay, und es will die Jessica uns was sagen. Stoffe, die sich optisch nicht in alle Richtungen gleich verhalten, nennt man optisch anisotrop. Die anderen Stoffe heißen optisch isotrop. Eine Reihe von Stoffen, zum Beispiel Glas und viele durchsichtige Kunststoffe, zeigt unter Normalbedingungen keine Doppelbrechung. Setzt man sie aber Zug- oder Druckkräften aus oder bestehen innere Spannungen, dann gibt es dadurch Verformungen, die zu einer unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes in verschiedenen Richtungen und damit zur Doppelbrechung führen. Ja, und diese Problematik werden wir jetzt natürlich zeigen. Da haben wir hier vorne den Versuch aufgebaut, den uns der Niklas erläutern wird. Bitte schön. Genau, hier haben wir unsere Stromquelle, unsere Lichtquelle, unsere Spaltblende, zwei Polarisatoren und eine Abbildungslinse. Und hier haben wir zwei unterschiedliche Kunststoffe, beziehungsweise drei. Ja, jetzt werden wir den Versuch durchführen, indem wir mal das Licht ausschalten. Und Niklas benutzt mal das Dreieck, ja, und bringt es unter Spannung. Und dann sehen wir uns den Schirm an. Zuerst schalte ich das Licht an. Ja. Und die Kamera müsste jetzt mal auf den Schirm zeigen. Ist das zu sehen, Kameramann? Ja. Hol ich nochmal deutlich, nochmal wegnehmen. Wenn nicht, schieben wir es noch ein bisschen rüber, damit wir es ganz deutlich drauf haben. Ja, dort haben wir die Interferenzerscheinungen. Okay. Wir können es mal probieren mit einem anderen Stoff. Den unter Spannung zu setzen, ist natürlich nicht so einfach, aber ja, es ist ein wenig zu sehen. Kameramann? Ja, sieht man. Gut, okay. Wir können es uns nachher nochmal anschauen. Und wir gehen mal weiter mit dem Aaron. Wir bringen diese Stoffe zwischen zwei gekreuzte Polarisationsfilter und beleuchten sie mit weißem Licht. Es ergeben sich durch Interferenz Farben, die von der Stärke der Verformung abhängen. Richtig. Ja, Julia. In der Technik nutzt man Spannungsdoppelbrechung dazu, um an Modellen von Haken, Brücken oder Trägern die Spannungen
zu untersuchen, die bei Belastungen auftreten. Jawohl. Okay. Bis hierher, ich würde trotzdem sagen, wir schauen uns das nochmal im Versuch an, nochmal das Licht aus und wir wollen nochmal die Interferenzerscheinungen uns anschauen, die entstehen, wenn wir dieses Dreieck aus Plaster betrachten. Ja, du kannst es ruhig noch ein bisschen mehr ranzoomen. Probier mal. Ja. Jetzt noch mehr? Ja, das ist unscharf. Probier. Ja, so, wunderbar. Der klassische Vorführeffekt. Okay, gut, und das Licht wieder an. Das war wieder eine Anwendung der Polarisation. Wir hatten letztens die optisch aktiven Stoffe, heute also Spannungsdoppelbrechung. Und wir sind mit dem Rahmenplan fast durch. Es kommen noch ein paar einfache Dinge und wir werden sehen, was sich machen lässt in nächster Zukunft. Bis hierher.